Hallo liebe Fotofreunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal, herzlich willkommen in einem neuen Video. Heute sind wir beim Leuchtturm Wittenbergen, das ist in den Stadtteil Hamburg-Rissen. Schön hier unten an der Elbe gelegen, wie es natürlich ist für Leuchttürme. Dieser Leuchtturm ist 1900 gebaut worden und ist auch noch immer in Betrieb. 1966 wurde er von diesen Petroleumgeschichten, den alten, auf elektrisch umgestellt. Und seit 1979 ist der ferngesteuert. Das heißt, da ist keiner mehr, der das Ding an- und ausmacht oder bedient oder wie auch immer. Dann ist das ganze Ding hier 2004 unter Denkmalschutz gestellt worden. Und ja, so sieht es jetzt aus. Es ist der älteste seiner Art in dieser Bauform. Und ja, schauen wir mal, ob wir hier was Gutes an Bildern hinkriegen. Mehr Infos zu dem Ganzen werde ich hier unten in die Kommentare, oder nicht in die Kommentare, sondern in die Videobeschreibung noch mit reinpacken. Da habt ihr dann ein paar Einzelheiten zu dem Leuchtturm nochmal genau. So, jetzt passt das Wetter. Ich bin genau hier, die Sonne sollte aufgehen. Mein Wetter oder mein Regenradar hat mal wieder recht gehabt. Ich bin genau zur richtigen Zeit hier und man sieht es, der Himmel reißt auf in Hamburg-Schüttitz und hier scheint die Sonne. Also ich habe ungefähr eine Stunde gebraucht von Albeck hier raus mit dem Auto, einmal quer durch die Stadt. Ja gut, wir werden jetzt hier Aufnahmen machen an dem Elbstrand, den ihr hier sehen könnt. Da kommt jetzt auch gerade noch wieder ein Schiff schön rein. Vielleicht ist es auf dem Video auch zu sehen, ich weiß es nicht. Müsste man mal gucken. Und ja, der Himmel reißt auf, blauen Himmel habe ich auch, die Sonne habe ich im Rücken, also wird das mit dem Licht ganz gut klappen. Ich werde auch versuchen, hier rüber noch Langzeitbelichtungen zu machen. Und ja, ich würde sagen, ich melde mich gleich nochmal wieder, wenn ich aufgebaut habe. Werde wahrscheinlich auf die andere Kamera dann umschwenken, auf das Handy. Mal gucken, ich werde jetzt da oben ein paar Aufnahmen machen. Erst noch ein paar freihand und dann melde ich mich einfach, wenn ich wieder was zu sagen habe. Also, ich wünsche euch viel Spaß in diesem Video. Bleibt dran, es lohnt sich. Bis gleich. Gespannt, wie das klappt jetzt mit dem Ton. Ich habe ja oben das Rode Mikrofon mit dem Deadcat drauf. Bin jetzt nicht mit dem hier verbunden. Bin ich aber gespannt, ob das noch in dem Videoton ankommt. Also ihr könnt sehen, dieser Blick hier rüber. Schöner Strand. Jetzt kriege ich hinten auch noch blauen Himmel rein. Und ich werde nachher auch noch Langzeitbelichtung machen, um die Elbe noch mal richtig schön glatt zu bügeln. Gut, schaut mir zu, wenn ich hier ein paar Freihandbilder mache und ich melde mich dann gleich wieder.
So, liebe Freunde, wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt hier mal aufgebaut, meine Kamera in Position gebracht. Der Himmel da hinten reißt so richtig schön auf. Ich habe jetzt hier blaue Himmel und die Wolken, ein bisschen Schifffahrt. Es ist heute extrem windig, also der Wind haut hier auch voll auf mein Mikrofon. Ich bin gespannt, wie das mit dem Ton klappt. Gut, also das hier wird jetzt die Blickrichtung, in die ich fotografiere. Und ich habe das hier auch schon mal auf der Kamera eingestellt. Ich gucke mal, ob er das hinkriegt. Wahrscheinlich wieder nicht. Also ich bin hier auf F9 habe ich eingestellt. Ist ein bisschen unterbelichtet. Und ich habe jetzt den Stabilisator ausgemacht. Ist ja klar auf dem Stativ. Den Autofokus habe ich an. Und ich werde jetzt mal, die Sonne knallt jetzt hier gleich rein, schon mal die erste Aufnahme machen, so wie die Kamera sie macht. Ich bin im AV-Modus, drücke jetzt einfach mal ab. So, jetzt ist die Sonne voll da. Da mache ich gleich mal ein paar Bilder, weil ich habe auch hinten, also da hinten mit den Wolken, das ist eine richtig geniale Wolkenstruktur, die ich da im Himmel habe, die sich dort abzeichnet. Das ist echt genial. Ich bin gespannt, wie das wird mit den Bildern. Ich mache jetzt hier einfach mal ein paar hintereinander und dann schauen wir mal, wie das Ganze nachher aussieht. Und wie gesagt, ich mache ja gleich noch mit den Filtern die Langzeitbelichtung und mal gucken, wie schön weich dann die Elbe ist und die Wolkenzieher oben im Himmel sind. Oha, der Wind haut jetzt hier voll aufs Mikro. Ich bin gespannt, wie viel Ton noch bei euch ankommt. Und gut, ich werde jetzt umbauen, werde jetzt mein Nisi V6 draufsetzen. Ein Verlaufsfilter werde ich nicht brauchen, aber ich werde wahrscheinlich den ND 3.0 drauf machen. Und dann schauen wir mal, wie lange ich brauche. Also bis gleich. So. Ihr könnt sehen, ich habe den V6 jetzt drauf. Ich habe auch schon den ND reingepackt. Ich habe jetzt hier den 3.0 genommen. Und mit dem 3.0 habe ich bei Blende 16 hier eine Belichtungszeit von 25 Sekunden. Und ich würde sagen, jo, die Aufnahme starten wir dann gleich mal. Und dann blende ich euch das Bild auch gleich mal ein. Also bis gleich. Die Bilder, denke ich mal, werden ganz gut werden. Da müssen wir mal gucken. Ich bin gespannt, wie das mit dem Mikrofon ist. Ich habe mich jetzt mal gegen den Wind gestellt, um einfach mal zu schnacken. Gegen Rückenwind sozusagen. Gut, Bilder zeige ich euch gleich mal. Bin gespannt, was wir hier noch alles machen können. Da vorne sind auch so ein paar Wurzeln. Ich werde mal umblenden. Mal auf. Guck mal, da hinten sind so eine Wurzeln. Und zwar hier, da drüben sind so eine Wurzeln. Mal gucken, ob wir da auch was mit einfangen können. Ansonsten ist das hier noch recht gut befahren im Moment, die Elbe, obwohl wir eigentlich Niedrigwasser kriegen. Und aber es sind ja auch alles nur kleine Boote. Die großen Pötte sind jetzt gar nicht hier. Und naja, schauen wir mal. So, jetzt stehe ich wieder hier voll im Wind und bin gespannt, wie mein Ton ankommt. Der knallt jetzt hier voll auf das Mikro. Ich bin echt mal gespannt. Also, ich mache jetzt noch Bilder und melde mich dann gleich wieder. So, liebe Fotofreunde,
Ich hoffe, wir konnten hier, oder ich sag mal so, die Bilder haben euch gefallen. Es ist hier im Sommer höchstwahrscheinlich ganz schön voll. Und hier ist ein großer Parkplatz direkt am Strand. Und man sieht das ja selber, wenn man hier mal guckt, bis auf die Wurzeln, die jetzt hier so hinter mir sind, die hier, da habe ich ja auch schon Aufnahmen mitgemacht, könnt ihr sehen, dass hier, guckt euch das an. Also ich meine, die Elbe ist jetzt nach hinten. Wir haben jetzt fast Niedrigwasser. Und das geht dann hier hoch. Ihr könnt es mal sehen, wie breit der Strand hier ist. Ihr seht es hinter mir. Also da ist auch nichts weiter, außer die Steine hier vorne, die jetzt hier vorne so sind. Das sind praktisch die ganzen, die man jetzt auch eigentlich sieht, wenn das Hochwasser ist. Da kraxelt man dann natürlich nicht rum. Aber normalerweise, wenn man guckt, wie flach das hier ist, und wir haben Hochwasserstand, dann kann man hier ganz gut ins Wasser gehen. Hier kann man schön baden. Man sollte es nicht machen, wenn die Strömung ist, also ablaufend oder ich glaube zulaufend. Wenn das Wasser am Höchststand steht, dann ist die beste Zeit, um in die Elbe zu gehen. Denn die Elbe zieht ganz gut. Aber da muss man schon ganz schön aufpassen. Da wurden schon einige weggezogen. Gut, ja Leute, ich bin jetzt durch hier mit meinen Bildern, bin auf dem Weg zurück zum Parkplatz, was nicht ganz so weit ist. Das ist der Vorteil, ihr habt es ja schon vorhin gesehen, als ich kam. Ich kann ja noch mal einen kleinen Schwenk machen. Da ist der Parkplatz, da steht das Auto. Der Parkplatz ist gebührenfrei, also hier sind keine Automaten, die uns jetzt hier die guten Euros aus der Tasche ziehen. So, ich hatte da oben auf der Brücke ja meine ND-Filtergeschichte einsetzen können. Ich drehe mich nochmal um. Da ist nochmal der Leuchtturm. Und die ND-Aufnahmen mit den Filter habe ich von der Brücke oder von diesem Brückensteg hier zum Anleger. Der ist allerdings nach 5 Metern gesperrt. Da ist eine Barriere vor. Man könnte rüberklettern, muss man nicht machen. Ich habe es nicht gemacht. Ich hoffe, ich konnte die Bilder trotzdem hinmachen. Jetzt zieht das wieder ein bisschen zu. Und ja, ich denke mal, das soll es für heute gewesen sein. So, ihr Lieben, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Bilder haben euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder im neuen Video dabei seid. Und wenn es euch gefallen hat, dass ihr mir für dieses Video einen Daumen nach oben da lasst. Meinen Kanal abonniert, das kennt ihr ja schon. Die Glocke hier unten links. Abo drücken und dann seid ihr weiterhin dabei. Ein paar Ideen habe ich noch. Das Wetter schränkt mich so ein bisschen ein und der Beruf natürlich auch. Daneben ist natürlich auch noch Familie und all sowas, aber ich werde es immer irgendwie schaffen. Manchmal sind es auch nur ganz kleine Ausflüge. Dann nehme ich euch einfach mal zu so einer kleinen Location mit, wo einfach mal irgendwas Interessantes ist, um das auch mal zu zeigen. Und muss nicht unbedingt ein langer Fotowalk immer werden. Gut Leute, also langer Schnack, kurzer Sinn, was soll's. Bis zum nächsten Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bleibt gesund. Bis dahin, alles Gute, euer Kai. Ciao.